Schön. Hm. 6% gesammelte Objekte, oh mein Gott. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Echt nicht. Ich bin jetzt gerade echt auf dem Schlauch. Weil ich habe offensichtlich irgendwas freigeschaltet, habe nur leider überhaupt keine Ahnung, wie ich das benutzen soll. Komm. Alter, ich wiss! War knapp, gebe ich zu. Wir könnten natürlich auch drunter durchrutschen. Ja, an manchen Stellen vielleicht sogar einfacher. Okay, ja gut. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Hei, hei, hei. Ich hab keine Ahnung. Ach, Entschuldigung. Scheiße, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich wirklich gar nicht weiterkomme. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich überall war, wo ich hin konnte. Das Einzige ist halt, vielleicht wirklich da, wo die Suppe drin war. Dass da jetzt vielleicht frei ist und dass ich da vielleicht das dritte Ventil finde. Aber wie ich da hinkomme, boah. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wo das war. Aber es kann sich vielleicht von alleine lösen, das Problem. Mach weg den Scheiß da. Da war ich auch schon, ne? Da war auch wieder die Kunai-Scheiße. Oh mein Gott! Also bin ich wieder hier? Mann, warum? Warum? Ich bin überfordert. Ich will die drei Ventile jetzt auf jeden Fall noch schaffen heute. Ist mir egal. Los, los, los. Ist auch noch irgendwas in der Ecke da, wo die Säge ist? Ich glaube nicht. Hm. Wo war denn hier die grüne Flüssigkeit? War ich da oben bei den Viechers? Weg mit dir. Du auch sterben. Du auch sterben. Komm. Stirb. Stirb. Nein. Ja, genau. Komm her. Es sieht man aber scheinbar auch wirklich Gegner, die nur spucken und welche, die dann halt ihre lustigen Angriffe machen. Wunderbar. Und die Suppe ist weg. Okay, wunderbar. Es ist so Metroid, ne? Aber es sind da oben auch so komische Viechers. Die finde ich ja nicht so toll, ne? Okay, die Suppe ist zumindest weitestgehend weg. Also wiederum finde ich echt cool. Nur jetzt hoffe ich gerade ein bisschen, dass ich auch hier hin muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Stirb. Dann in Ruhe. Perfekt. Gut, hätte ich zwar jetzt nicht gebraucht, aber ist ja nicht schlimm. Okay. Oh, Himmel. Ah, meine Nase. Habe ich nicht gebraucht. War nur für ein Upgrade. Habe ich hier schon 4 gehabt? Ach, es gibt... Nee, Moment. Es gibt maximale Energie, Energieaufladungsspürkes. Und dann nochmal die Lebensenergie. So, okay. Wunderbar. Ja, scheiße. Hat sich zwar schon, wie gesagt, gelohnt, aber... Naja. Ich hatte mir was anderes erhofft. War ich hier noch nicht? Achso, nee, hier ist Ende Gelände. Ich schau mal, ob ich vielleicht schon mal sehe, wo das letzte Ventil ist. Weil ich finde es zum Verrecken nicht. Jetzt kommen wir erstmal raus. Ein bisschen hier Ebene wechseln. Geht noch irgendwie hier, ne? Ach du Heilige. Ja, schön. Toll. Und das habe ich noch alles vor mir. Über Kasachturm, militärischer Ring, Unterwelt.
Ich war hier schon bei ein paar Sachen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch überall hin muss. Ist auch egal. So. Finde ich auch cool, dass es... Sowas habe ich auch früher immer voll gemacht, weil man hat einfach genau gesehen, was kommt. Okay. So. Bin ich klüger? Nein. Das ist die Tür. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss auf jeden Fall die neue Fähigkeit reinholen. Wie gesagt, die eine Option habe ich jetzt ja schon, Alter, ich verstehe es mit den Optionen einfach nicht, ey. Fuck it. Wo konnte ich denn... Wo konnte ich denn meine... Warte mal. Ich denke, wo ich meine, ich konnte ja irgendwo die Ausrüstung wechseln. So geht's nicht, so geht's auch nicht, so geht's auch nicht. Ich versteh's nicht. Ja, wenn ich jetzt wirklich irgendwie was freigeschaltet haben sollte, ne? Schön und gut, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das verwende. Hier so zum Beispiel. Da, hier. Ich krieg keine Türen auf. Au, ja, ist egal. Interessiert mich gerade eigentlich wirklich relativ wenig. Ja, okay, die letzte Möglichkeit ist zurückgehen, aber... Okay, die kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, hier ist dicht. Hm. Ja, geht auch nicht. Ja, sorry, ich hänge hier echt auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss es hier leider beenden. Ja, ich muss mir mal Gedanken machen, weil ich weiß wirklich einfach nicht, was ich hier tun soll. Ob ich hier irgendwo noch nicht war oder sonst irgendwas. Ja, ist okay, komm, Fresse. Ja, da kann ich mich nicht dran festhalten, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Ich will gerne nochmal zurückgehen. Da war nur, irgendwas. Da komme ich nicht rum. Scheiße. Ja, habe ich hier noch die Möglichkeit, aber da komme ich auch nicht weiter. Wegen Kunai-Gezumpel. Komme ich nicht hoch. Ich kam ursprünglich von oben. Den habe ich aktiviert. Weil normalerweise die sieht man ja halt auch wirklich eindeutig auf dem Radar. Von daher, das ist das, was mich halt wundert, dass ich den jetzt halt noch nicht sehe. Hm. Ja, sind wir jetzt genau hier, toll. Ich weiß auch. Kotzt mich halt so an, dass mir das jetzt hier irgendwie nicht so richtig erklärt worden ist. Also was man hier jetzt machen kann und was man hier machen muss, etc. Ja, sonst erklärt mir ein Spiel immer alles. Ja, den habe ich ja schon. Ich könnte einfach mal nach meinem Radar gehen, ne? Es ist mir gerade sowas von scheißegal. Also mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ich es jetzt noch hinbekäme irgendwie. Überflussverarbeitung, genau. Bin ich auch gerade überflüssig. Oh! Ach komm, hör auf. Halt du wenigstens die Schnauze, Junge. Okay. Hat ja funktioniert. Also ich versuche es mal irgendwie dem GPS zu folgen. Jetzt zeigt mir jetzt natürlich die Luftlinie an. Ich habe das Gefühl, dass ich genau da hin muss, wo ich nicht weiterkomme. Also nicht da, sondern weiter hinten. Wo die Map eigentlich weitergeht, aber irgendwie eine Tür im Weg ist oder sonst irgendwas. Okay, das heißt, muss ich da hoch? Ja, genau da, ja.
Okay, das ist eine Wand. Wo bin ich denn hier noch nicht weitergegangen? Da will ich mal kurz hin. Fuck you. Ich meine, vom Sterben her geht's ja eigentlich wirklich, ne? Ich glaube, ich bin jetzt zweimal gestorben insgesamt. Ich verpasse übrigens immer wieder das Gleiche. Oh! Ich bin schon, wie gesagt, froh, dass es jetzt hier kein Direct Death ist oder Instant Death oder wie auch immer man das nennen will. Der Death Death. Ja, komm, mach ihn. Ey. So schön viele Upgrades, ne? Ey, das ist ein Traum. So, okay. Da muss man den Kopf kratzen. Zwei Stück und dann kommt ein Schild. Nee, doch nicht. Ui. So, jetzt bin ich eigentlich, glaube ich, hier, wo ich hin wollte. Ups. Entschuldigung. Wie viele Spacknies hier unterwegs sind, ne? Das ist unglaublich. Okay, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Warum bin ich hier nicht weitergegangen? Ey, wie doof ich doch bin, ne? Ernsthaft. Also wahrscheinlich habe ich es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Also eine andere Erklärung fiel mir jetzt nicht ein. Ja, fuck. Egal. Okay, wunderbar. Ich bin gerade ein bisschen ruhig. Weil ich jetzt gerade harte Hoffnung habe, dass es wirklich mich dahin führt, wo ich hin möchte. Jetzt habe ich wieder einen Weg gefunden, wo ich halt, wie gesagt, noch nicht war. Und das freut mich halt immer sehr. Man sollte vielleicht auch mal in die richtige Richtung schlagen. Und massakrieren. Ach, der mit seinem Kackschild, ne, ey. Ernsthaft. Kannst du auch immer die Fresse halten? So, perfekt. Und einmal umgreifen. Da muss wieder nur so ein grüner Scheiß. Nein! So, dann bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin hier. Hauptsache, das Ding macht mich glücklich. Ich meine, so ein Upgrade könnte ich mir natürlich zusätzlich auch noch geben, ne? Oder eine neue Fähigkeit. Bin ich allem nicht abgeneigt. Ja, wunderbar. Energieaufladungszeit verkürzt. Ach, da gibt es auch nur 5 von. Ah ja, okay. Ja, irgendwo gibt es jetzt hier wieder... Industrie, Kohlenstoff, Aufladungsbereich. Ja, was ist mit der dritten Pumpe? Oder was auch immer das jetzt war. Oder finde ich die jetzt hier? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen. Komm. Bergeoption 4. Ach so, es war ein Missionsziel. Ich dachte, ich hätte da schon jemand gemacht. Ach du Heilige. Ah, Lava! Lava! Es sieht viel zu viel ab. Dann berechtigterweise. Ich hätte nicht mit weniger rechnen dürfen. Ach du mit deinem Scheiß hier, ey. Ernsthaft. Ich glaube, ich mache mal hier guck mal kurz eine Speicherung. Und würde mich dann hier jetzt auch für heute verabschieden. Ich habe schon damit aufgenommen. Also vom Gefühl habe ich jetzt nicht allzu viel geschafft, muss ich leider sagen. Hab auch nicht ganz viel gefunden. Jetzt haben wir ja ein Viertel des Spiels geschafft. Boah, wenn das wirklich so umfangreich ist, das Spiel. Oder aber die optionalen Sachen geben unglaublich Prozente. Kann natürlich auch sein. Aber ich lasse mich überraschen. Das Spiel macht mir echt Spaß. Muss ich sagen. Sucherei, neue Fähigkeiten, neue Möglichkeiten entdecken. Und halt auch diese Finden im zweidimensionalen Bereich, ne, dass man so in den hintersten Ecken vielleicht dann doch nochmal was findet. Sowas finde ich immer richtig toll, vor allem, weil man hier auch was findet. Ja. Warum habe ich jetzt hier 28%? Ach, ich weiß es doch nicht. Ist ja auch egal. Ernsthaft, ey. Ist mir so zu anstrengend, die Mathematik, die ja zugrunde gelegt wird. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Genau hier, hoffe ich zumindest, weil das Speicherprinzip von dem Spiel habe ich bisher auch noch nicht so ganz verstanden. Aber da wird sich schon irgendwann mal die, ja, Erleuchtung geben. Gut, also bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.